Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir sind hier, wie ihr gestern mitgekriegt habt, in der Mine angekommen. Und weil hier in der Mine alles ausgeflogen war, müssen wir da oben wahrscheinlich zu dieser wunderschönen Aussichtsplattform, die an diesem Berg da sein soll. Also geht mal von aus, dass die da ist, auf diesem Dingens, wo das weiß ist und vielleicht, oder der. Jedenfalls irgendein Berg, der geradeaus vor uns liegt. Und da werden wir einfach mal hingehen, weil es hier so einfach nur heimisch ist. Guckt euch mal an, diese Atmosphäre einlädt einfach zum Verweilen ein. Oder auch nicht. Gibt's hier was? Vielleicht noch ein Coffee to go? Nö. Gerade noch mal Core LP 100 geguckt. Mit seinem Last of Us. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Revolver. Cool. Aber hab ich doch schon. Mhm. Gut, egal. Ja, kann ich jedem nur ans Herz legen. Hier ist ja die Kiste. Ja, alles klar, ich weiß, was kommt. War da nur Revolver-Muni oder war da noch anderer Schüsselkram? Nö, nur Revolver-Muni. Aber da sind wir voll. Da brauchen wir nichts. Leck mich fertig, ich wusste es. Autsch. Klappt ja wunderbar hier. Super Einstand. So, ich glaube, ich bin ein bisschen laut, wa? Waren es nicht drei? Fehlt da noch einer? Hey, wo bist du? Ja. Daher. Leck mich fett. Boah. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was geht hier ab? Pff. Alter Verwalter. So, schnell nochmal nachladen. Und dann die drei Munitions. Lücken auffüllen, sehr gut. Und weiter geht's. Muss ich überhaupt hin? Da muss ich rein. Muss ich auch dazu sagen, oh, Blendgranaten. Blendgranaten sind mir immer gern. Sind mir immer gern. Mhm. Muss ja dazu sagen, ich habe irgendwie, seitdem wir da gestern den Punkt erreicht haben, wo ich das letzte Mal quasi aufgehört hatte zu Let's Playen, habe ich wieder richtig Bock bekommen. Und deswegen spiele ich hier auch am Tage jetzt, was ich normalerweise ja nicht mache. Nochmal Sticker. Hm? Ja, was ich ja normalerweise nicht mache, weil ich mir ja diese Atmosphäre hier nicht zerstören möchte. Also nicht unbedingt. Aber ich finde, auch am Tage macht das echt viel Spaß. So, wo muss ich hin? Ich bin gerade etwas verwirrt. Aber das ist ja bei mir ein Dauerzustand. Hm. Die Miezekatze liegt halb tot auf dem Tisch und pennt den Schlaf der Gerechten. Das heißt, wir haben genug Zeit. Was zum? Hä? Was zum Henker bist du? Ich gehe da nicht hoch.
Ich muss da hoch, wa? Ach du Scheiße. Na gut, dann. Auf in den Tod. Was bist du? Was öffnen? Ist klar. Und ich soll da jetzt reinhüpfen, oder was? Ach so, na, ab und zu mal sieht man es ja hier. Dann kann ich es ja quasi... Komm schon vor. Zeig dich. Ja, 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 ja. Was ist, wenn ich da eine Blindgranate reinhaue? Dann ist das Verschwendung, wa? Noch was? Ja. Komm. Kann ich jetzt schon drin? Ich gehe einfach mal rein. Autsch. Das habe ich berechnet. Ich wusste, dass das klappt. Nee, ich wollte bloß nicht länger oben auf dem Dach rumpimmeln. Hatte ich keine Lust gehabt. So, brauche ja Story-Progress hier. Geht's hier raus? Hier geht's raus. Da will ich nicht raus. Alter. Hallo? Ich bin doch nur ein einsamer Let's Player. Mehr nicht. Blub. Gibt's hier was? Gibt's hier was umsonst? Nee. Hm? Wann wird das? Nee. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Auto hier ein anderes ist als das, was wir gefahren haben. Ich glaube, wir müssen hier runter. Der einzige Weg zum Hang war der durch das Gebäude. Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Wie wär's, wenn wir nach da hinten gehen und den Strom abschalten? Blitzt ja so wunderschön in die Richtung. Huch. Ah, wir können fahren. Yeah! Also waren wir es doch nicht. So, huch. Bam. Moose. Yeah. Wir machen ein bisschen Need for Speed Drift. Bamsen, bamsen. Bam, bam. So macht mir das Spaß. Immer die Besessenen einfach mal plattfahren. Huch. Nichts leichter als das. Solche Einlagen könnten sie öfter bringen. Huch. So, da komme ich nicht durch, nehme ich an. Dann gehen wir doch mal hier hoch zum Control-Punkt. Sehr gut. Nehmen wir die Leuchtfackeln mit. Oh, Leuchtpistole. Sehr gut. Aber so viele Muni, wie wir hier gerade kriegen, das macht mir schon ein bisschen Angst. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ausschalten. So, als ob wir noch genug... Plopp. Ausgeblitzt. Ist klar. So. Weil ja Dunkelheit nicht so gefährlich ist, machen wir überall das Licht aus, damit sich die Dunkelheit ausbreiten kann. Ist klar.
Ja, wusste ich. Ja. Sind wir eigentlich sicher im Auto? Ja. Ich... Oh mein Gott, Alter, wer kommt denn da alles? Und warum kann ich hier nicht lang? Bin ein bisschen in der Ecke. So, jetzt. So. Ups. Oh, gut. Ups, Alter! So, Moment. Pussy-Mode. Erstmal Sicherheit gehen. Mal gucken, was hier läuft. Tschüssen. So, das Ding weg. Da unten ist noch ein dicker. Na komm, die könnte schon hochkommen. Oh Gott. Nichts mit Messer schießen hier. Werfen. Mit Messer schießen. Eieiei. So, irgendwas ist hier noch. Fliegt er hier bestimmt noch rum? Ich hab da noch nicht die ganzen Teile hier. Nein, ich sehe sie schon. Notauto ist im Arsch. Jetzt muss ich hier tatsächlich über den ganzen. Ist klar. Die Hälfte regeneriert sich nicht. Zauberhaft. Gut. Dann, wo finden wir Unterschlupf? Das Ding fliegt bestimmt auch gleich los. Was da? Hab ich doch. Sehr gut. Hat man mit dem Auto schon ein bisschen angenagt. Noch irgendwo ein Fliegding? Gibt es hier noch Flugwappe hier? Hallo. Nee, aber doch, da. Ach nee, das ist nicht sowas. Diese Lichteffekte finde ich auch richtig krass. Wie hier so die Dunkelheit immer in Schwaden über den Boden fegt. Ziemlich cool. Hep, hep. Ab durchs Haus. Hep, hep, hep. Wir schlendern die Treppe hinauf. Und sind in einem kleinen Kackraum. Oh. Gibt der Stuhl, da hinten blitzt das. Lädt uns quasi ein, mitzunehmen. Hm? Hier ist doch wer. Also, zusätzlich. Was für eine Brotdose.
Warum muss immer im Kampf, im Fight? Der Wecker losgehen. Krieg ja einen Knall hier. Ach, seufz. So, Ladies and Gentlemen. Timer abgelaufen. Wieder mal mit Action aufgehört, anstatt mit Action anzufangen. Auch nicht schlecht. So kommt man immer ganz entspannt in den nächsten Tag. So, ich freue mich. Das war's schon wieder für heute. Wir haben nur noch 25 Munition, was nicht viel ist. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit einschaltet, um zu sehen, wie sehr unsere Munition uns dann noch das Chaos machen wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen oder einen netten Kommentar nach unten. Und ich beantworte auch wirklich jeden Kommentar. In dem Sinne, Tschüsschen mit Küsschen drin gehauen. Wir gruseln uns morgen weiter. Bis dahin, tschüss.